Die, war das nicht das mit der Fußpflege? Nein, dabei geht es um die Sprache. Das Wort leitet sich vom Griechischen ab und dabei bedeutet Logo das Wort und Pädi Erziehung. Welche Grundvoraussetzungen sind für unsere Ausbildung nötig? Kommunikationsfähigkeit, die Vollendung des 16. Lebensjahres, ein mittlerer Schulabschluss, Abitur oder Hauptschulabschluss mit zweijähriger Berufsausbildung. Zudem ein phoniatrisches Gutachten. Das wird beim HNO-Arzt angefertigt und dort wird die Stimme auf ihre Belastbarkeit geprüft. Ein Vorpraktikum ist außerdem auch sehr empfehlenswert, um schon mal erste Berufserfahrungen sammeln zu können. Ein erweitertes Führungszeugnis und Impfnachweise über Hepatitis A plus B, Corona und Masern sind danach erfolgreichen Bewerbungsgespräch nachzureichen. Jetzt stellen wir euch erstmal die Rahmenbedingungen vor. Und zwar starten wir erstmal darüber mit dem Gesetz über den Beruf des Logopäden. Das gibt es seit 1980. Und unter anderem wird dort festgelegt, dass der Beruf des Logopäden, also diese Bezeichnung, geschützt ist. Dafür brauchen wir eine dreijährige Ausbildung. Natürlich wird diese am Ende mit einer Prüfung absolviert und die muss natürlich auch bestanden werden. Die deutschen Sprachkenntnisse sind Pflicht. Man kann es natürlich auch im Ausland lernen, aber hier muss jeder über deutsche Sprachkenntnisse verfügen. Dann braucht man ein erweitertes Führungszeugnis. Und ganz zum Schluss muss eine gesundheitliche Eignung vorliegen und dafür geht man zum Arzt und lässt sich diese ärztlich bescheinigen. Jetzt kommen wir zu den Arbeitsbereichen. Diese sind sehr vielfältig. Man kann freiberuflich in einer eigenen Praxis, als Angestellte in einer ambulanten Praxis oder auch in einer Gemeinschaftspraxis arbeiten. Eine weitere Möglichkeit sind Krankenhäuser, Akut- oder Rehabilitationskliniken und auch medizinische Zentren für Prävention, Diagnostik und Therapie. Man kann auch die Forschungsrichtung an Universitäten, Forschungszentren oder Fachhochschulen einschlagen. Ansonsten ist auch die Arbeit als Dozentin in Aus-, Fort- und Weiterbildung von Sprachtherapeuten möglich oder auch als Lehrlogopädin. Als nächstes kommen wir zu den Aufgabenbereichen eines Logopäden. Ein Logopäde behandelt alle Altersgruppen von 0 bis 99 Jahre. Es werden Sprach- und Sprechstörungen behandelt, Sprachentwicklungsstörungen, Störungen der Redefähigkeit, Rhinophonie, das ist eine Störung der Stimmfunktion, die Stimme klingt nasal, also leicht verschnupft,
Dysphonien, das beschreibt die Leistungsfähigkeit der Stimme, diese ist dann eingeschränkt und der Klang ist verändert. Und Dysphagien werden auch behandelt, das sind Schluckstörungen. So Leute, was motiviert euch denn genau an diesem Beruf? Ich möchte sehr gern für andere Menschen da sein, um diese dort motiviert zu unterstützen und zu begleiten, wo Hilfe benötigt wird. Man kann sich sehr gut auf verschiedene Bereiche spezialisieren, wie zum Beispiel auf Kinder. Der Beruf ist sehr vielfältig, weil man mit allen Altersgruppen in Kontakt kommen kann. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ich mag es sehr, mich mit Menschen jeglichen Alters zu unterhalten und ihnen die Freude an der Kommunikation zurückzugeben. Mir war es auch sehr wichtig, einen sozialmedizinischen Beruf auszuüben und dieses miteinander zu verkoppeln. Außerdem ermöglicht man Menschen die Teilhabe am sozialen Leben. Außerdem kann man sich kreativ ausleben in den Therapien. Und am Ende geht es ja immer um Sprache und Sprechen, um Sprechfreude. Und diese den Leuten zurückzugeben, motiviert mich am meisten.